Hallo liebe Technikfreunde, willkommen zurück zu einem neuen Video auf Pascals TechJack. Und heute geht es mal um den Aquara Door and Window Sensor, der hier per Zigbee kommuniziert. Und den wollen wir uns heute mal ganz genau anschauen und natürlich auch mal auspacken und in den I.O. Broker ja, sozusagen integrieren und letztendlich dann auch montieren. Und das werden wir uns heute alles mal in diesem Video uns anschauen. Also bleibt unbedingt dran. Und dann sehen wir uns auch gleich wieder nach dem Intro. Willkommen zurück, liebe Technikfreunde. Wie eben schon erwähnt, geht es heute mal um den Aquara Zigbee Tür- und Fensterkontakt. Den könnt ihr hier schon vor euch sehen. Ich habe mir den auf Amazon bestellt. Kostet roundabout 20 Euro, je nachdem, wo ihr es gerade bestellt und kauft. Ich werde euch den auch selbstverständlich mal unten in der Videobeschreibung verlinken. Den wollen wir uns heute mal ganz genau anschauen. Wir werden den natürlich auch mal hier direkt im I.O. Broker integrieren und natürlich auch hier direkt am Fenster montieren. Wir werden uns also mal anschauen, wie man den am besten hier anbringen kann und was man damit alles für tolle Sachen machen kann. Ich möchte den an meinem Fenster anbringen, um damit im Grunde einfach hier abzufragen, ob das Fenster offen oder geschlossen ist. Und daraus kann man dann eventuell vielleicht auch mal den Rollladen automatisch steuern, vielleicht so in der Nacht, wenn man das Fenster kippt, dass er dann ein bisschen hochfährt und Frischluft dann sozusagen in mein Schlafzimmer lässt. Oder man fragt darüber natürlich auch hier ab, ob im Grunde das Fenster generell offen oder zu ist, wenn man vielleicht mal hier außer Haus ist. Damit kann man also wirklich sehr viele interessante Sachen machen und deswegen würde ich sagen, schauen wir uns den also heute mal in diesem Video uns im Detail an. So kommt er also daher. Ja, eine recht schöne, unscheinbare Verpackung. Aquara sollte an jedem bekannt sein. Gehört zum Xiaomi-Konzern, so wie ich das in Erinnerung habe. Und ist auch hier wirklich super beliebt und hat, glaube ich, über 5000 Bewertungen schon auf Amazon, die auch wirklich hier sehr positiv ausfallen. Das Design ist auch sehr schön. Wir gehen mal ganz nah ran. Ist hier sehr schön gebogen, sehr modern, also auch hier wirklich gut gemacht. Macht sich also auch am Fenster wirklich sehr schön. Ansonsten steht hier nicht mehr allzu viel drauf, hier Door and Window Sensor, wie wir das auch vorhin schon erwähnt haben. Wir drehen es mal kurz um und da können wir schon sehen, dass wir hier keinen Kabelanschluss haben, also es geht alles per Funk. Und man kann natürlich das hier als lokalen Alarmbefehlsgeber sozusagen verwenden, wenn hier die Tür oder das Fenster offen ist. Ja, ansonsten kann man natürlich auch hier nochmal ein paar andere Sachen machen. Man kann den Status mit monitoren und sonstiges. Und hier gibt es dann nochmal eine kleinere Produktbeschreibung wie die Seriennummer und die Modellbezeichnung. Hier auf der Rückseite kann man schon sehen, hier wurde es an der Türe befestigt, also auch hier clever gelöst. Man kann damit also hier wirklich sehr viele clevere Sachen damit anstellen. Ihr könnt es zum Beispiel auch natürlich hier an einem Wandschrank oder sowas befestigen. Und wenn ihr den dann aufmacht, könnt ihr das im Grunde hier mit einer Lampe so steuern, dass automatisch ein Licht angeht. Hier sind also der Fantasie beinahe keine Grenzen gesetzt. Wir drehen es mal nochmal kurz um. Hier nochmal ein bisschen was. Wir haben also den Aquara Fenstersensor. Hier nochmal eine kleinere Beschreibung. Und ja, wir haben hier eine Anleitung wahrscheinlich auch in mehreren Sprachen, so wie es hier aussieht. Und dann war es eigentlich auch schon. Wir haben hier den Anbieter, der es in Deutschland vertreibt. Und auf der Rückseite kann man nochmal sehen, wir haben hier nochmal ein paar technische Daten. Wir haben hier also das MCC GQ11LM Modul. Hier nochmal die Dimensionen. Wir haben hier das ZigBee-Protokoll und eine CR1632 Batterie. Kommt da auch mit rein, sollte also auch hier im Lieferumfang mit dabei sein. Ansonsten haben wir nochmal ein paar Temperaturbereiche von minus 10 bis 50 Grad. Wir haben hier die Feuchtigkeit, in der es funktioniert, von 0 bis 95%. Und ja, hier sind nochmal die Sachen dabei, die dabei sind. Also wir haben so einen Sensor, Kontakt und einen Magnet, eine Startanleitung und ja. Also alles dabei. Und jetzt würde ich sagen, packen wir den mal aus und schauen mal, was da ganz genau drin ist. So, also da holen wir mal kurz raus hier. Da kommt mir schon einiges entgegen. Wir haben hier die kleine Anleitung dabei. Hier ist jetzt nicht mehr allzu viel drin. Wir schauen mal hier, was so dabei ist. Also hier haben wir auf jeden Fall so eine Dankeskarte. Da könnt ihr nochmal sehen, hier wird nochmal gedankt, dass man sich hier für das Aquara-System entschieden hat. Mehr ist da jetzt nicht drauf. Wir gehen mal kurz weiter. Wir haben jetzt hier schon so ein Kleber, ein doppelseitiges Klebeband. Legen wir auch mal kurz auf die Seite. Und dann haben wir jetzt hier im Grunde dann die Bedienungsanleitung, wo ich denke mal, das können wir schon beinahe überspringen. Wir können mal gucken, wir haben jetzt hier die englische Sprache und dann schauen wir mal, ob es hier auch was auf Deutsch gibt. Es gibt ja auch die deutsche Anleitung, auch schon mal sehr gut. Dann haben wir hier zum Beispiel die Schnelleinrichtung.
Das Ganze kann man natürlich auch hier mit Aquara Home App verbinden und mit dem Hub natürlich dann verheiraten. Ich werde es wie gesagt hier über den IO Poker komplett laufen lassen. Von dem her ist es jetzt hier für mich relativ uninteressant. Hier kann man mal sehen, hier kann man nochmal die hinten dran kleben. Und ja, hier nochmal der Abstand sollte also auf jeden Fall kleiner als 22 mm sein, also 2,2 cm. Und ja, hier nochmal die technischen Daten, die wir vorhin auch schon durchgegangen sind. Die Übertragungsfrequenz und ja, Kundendienst, Warnhinweise und dann war es das eigentlich auch schon. Also sollte wirklich hier relativ einfach zu installieren sein. Im Grunde macht er nur einen Kontakt an und aus, also auch hier wirklich kein Thema. Jetzt schauen wir uns den mal hier ganz genau im Detail an. Der sieht wirklich schön kompakt aus. Ich hole den mal kurz raus. Na. Und da könnt ihr schon sehen, das ist hier wirklich ein super kleines Modul. Hat hier auch oben eine LED-Anzeige anscheinend drin, mit drin. Und darüber können wir das dann im Grunde dann auch gleich sozusagen dann irgendwo ja, sehen, wenn es an- und ausgeht. Und dann sollte auch hier irgendwo mal das doppelseitige Klebeband mit dabei sein. Hier ist dann der Magnet nochmal mit dabei. Na, holen wir den nochmal kurz raus. Das können wir vielleicht hier nochmal ein bisschen auspacken. Schauen wir mal, wie wir das hier rausbekommen. So, also hier ist dann der Magnet dabei, auch hier super klein und man kann es dann wie gesagt hier sozusagen verbinden. Hier hat es auch irgendwo eine Markierung dran, das scheint die Markierung hier zu sein und da kann es dann ja sozusagen dann damit funktionieren. Ja, so sieht es aus, mehr ist jetzt eigentlich hier nicht drin. Schau mal gerade noch mal kurz hier rein, war es das eigentlich alles komplett. Jetzt schauen wir hier noch mal kurz rein und da habe ich schon gesehen, wir haben also auch hier ein doppelseitiges Klebeband. Das wird wahrscheinlich dann hier drauf kommen und das andere kommt dann einfach auf den kleinen Sensor drauf und dann passt es soweit alles. So, ich würde jetzt mal sagen, wir werden den jetzt hier mal direkt im IO Poker sozusagen verheiraten und dann natürlich auch hier am Fenster kurz dran kleben und dann werden wir den dann natürlich auch mal hier nochmal testen im IO Poker, ob auch hier wirklich auslöst und sozusagen dann auch ja kontaktiert. Hier nochmal ein kleiner Hinweis und zwar gibt es ja auch so eine Rücksetztaste, wenn man die 3 Sekunden lang drückt. Dann wird es im Grunde hier zurückgesetzt oder verbunden. Und wenn man es einmal drückt, dann kann man hier im Grunde die Wirksamkeit der Reichweite testen. Wir müssen also wahrscheinlich hier mal draufklicken, um diesen Paarungsvorgang dann auch zu starten. So, jetzt sind wir hier im IO Poker drin. Ich habe jetzt hier meine Zigbee-Geräte und den wollen wir jetzt hier natürlich gleich mal anlernen. Und da gibt es hier auf der Rückseite jetzt, wie gesagt, so einen kleinen Druckknopf. Und da kann man den im Grunde hier mit verheiraten. Wir werden als erstes mal hier kurz die Batterie, diesen Batteriekontakt rausnehmen. Wir können auch hier mal kurz vielleicht das Ding aufmachen, damit ihr mal sehen könnt, wie das innen drin aussieht. Ich mache ihn jetzt erstmal kurz raus, so. Und dann können wir es vielleicht mal hier kurz aufmachen. Na. So sieht es also im Grunde von innen aus. Und da habt ihr dann die Batterie, die ihr dann vielleicht mal alle 2 Jahre austauschen solltet. Und jetzt können wir hier mal beim IO-Poker versuchen, das zu paaren. Wir gehen jetzt hier mal drauf. Hier wird dann schon angezeigt, dass es losgeht. Und jetzt klicke ich hier einfach mal direkt drauf und dann schauen wir mal, was hier passiert. So, der hat jetzt auch gerade eben schon geblinkt. Ihr könnt schon sehen, hier wird schon was erkannt. Er hat jetzt sozusagen eine Verbindung gestartet und jetzt sollte er im Grunde hier sich einfach dann problemlos koppeln lassen. So, ihr habt schon erkannt, es ist hier gerade hinzugefügt worden. Da unten sieht schon mal sehr gut aus. Wir können das jetzt hier ausblenden. Hat eigentlich alles wunderbar funktioniert. So, er wäre jetzt hier oben drin. Ich weiß nicht, ob ihr es sehen könnt. Jetzt können wir den auch gleich mal kurz testen. Und zwar könnt ihr schon den Haken hier oben sehen. Hier ist ein Haken drin. Und jetzt gehen wir hier kurz weg. Da könnt ihr schon sehen, der hat im Grunde hier 2 Kontakte, die ihm hier sozusagen dann angezeigt werden. Ist also auch hier wirklich sehr geschickt. Also scheint zu funktionieren. Ich würde sagen, wir montieren den jetzt mal hier direkt an einem Fenster dran und dann gehen wir auch nochmal hier kurz ja, drauf ein und ich zeige euch mal, wie hier die Montage letztendlich bei mir ausgesehen hat. So, ich habe jetzt hier wie gesagt den Fensterkontakt angebracht. Der ist jetzt so angebracht, dass im Grunde hier, egal ob die linke Flügelseite oder die rechte Flügelseite vom Fenster aufgeht, der Kontakt so oder so auslöst, hat einfach den Vorteil, dass wir dann hier nur einen Kontakt brauchen, um so ein Doppelfenster dann abzudecken. Wir können also mal kurz aufmachen, dann könnt ihr mal sehen, wie das hier funktioniert. Zack, jetzt ist es offen
Und zack, es ist auch geschlossen. Man kann es auch hier schon etwas hören. Das klipst hier ab und zu mal. Und da kann man es dann im Grunde auch abschätzen, ob es jetzt funktioniert oder nicht. Ihr müsst halt, wie gesagt, hier darauf achten, dass hier der Abstand nicht allzu groß ist. 22 mm mehr nicht sind hier natürlich dann möglich. Aber ich denke mal, das hier sollte passen. Es wäre nicht mehr hier ein Zentimeter. Ist auf jeden Fall hier noch problemlos im Rahmen. Also, das soll es nun gewesen sein zu dem Aquara-Tür- und Fenstersensor, der hier über Zigbee angebunden wird. Wie ihr schon sehen könnt, ist es im Grunde hier kein großes Hexenwerk. Es ist hier wirklich sehr einfach anzubinden. Er ist hier wirklich auch sehr pflegeleicht zu montieren. Den kann man, wie gesagt, hier mit doppelseitigem Klebeband einfach dran kleben. Und im AO-Poker wird auch hier problemlos erkannt. Von dem her, alles hat sehr gut funktioniert. Er löst sauber aus. Ich kann also hier dazu sagen, das ist wirklich ein sehr gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine tolle Qualität und auch hier eine problemlose Montage und Integration. Knapp 20 Euro kostet im Grunde dieser Tür- und Fensterkontakt von Aquara. Meiner Meinung nach ist er auf jeden Fall hier sein Geld wert. Und deswegen werde ich ihn euch mal unten in die Videobeschreibung verlinken. Schaut mal rein, klickt mal die Links an. Und da kommt ihr, wie gesagt, zur Produkt, ja, Beschreibung und Produktwebsite und könnt euch den auch nochmal selbst hier angucken. Das soll es nun gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer würde es mich freuen, wenn ihr hier mal einen Daumen hoch gebt, meinen Kanal abonniert und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Also bis bald, euer Pascal.